Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderfeedback. Ich begrüße meinen Kollegen Tom. Hallo Olaf. Und Sebastian. Oh. Hallo Sebastian. Olaf. Hallo. Hallo. Also Sebastian ist, ich wollte gerade sagen, in anderen Umständen, aber nee, er ist ein wenig verhindert. Die Stimme hat es ihm verschlagen. Ja, ich bin auch ein bisschen erkältet, aber Sebastian hat es richtig schlimm erwischt. Der ist ganz, ganz dolle heiser, kann nicht reden. Deswegen haben wir jetzt ihn auch gerade so veräppelt. Grüße, Sebastian. Werde schnell wieder gesund. Wir freuen uns auf dich. Gute Besserung. Genau. Naja, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr, ne? Ja, sehr, so ist das. Naja, machen wir erstmal weiter. Aber ich glaube, wir hören erstmal den Anrufbeantworter ab. Ich schalte den Verstärker mal kurz ein. Danke, dann kann ich mithören. Ja, so. Wegbleiben! Wegbleiben! Oh, schon wieder dieser Terrell. Löschen, löschen, löschen. Oh, was ist das? Ja, hier ist der Klaus. Ich wollte euch nur sagen, ihr seid doch wahnsinnig. Ich habe keine Lust mehr, so einen bescheuerten Scheiß-Podcast anzuhören. Das reicht mir jetzt damit. Oh mein Gott, Klaus Kinski himself. Tom, welchen Dämon hast du denn da beschworen? Ja, ich weiß auch nicht. Aus seinem Grab, aus dem Jahr 1993, aus San Francisco, ruft er an. Oh, ich habe mir dann gedacht, oh, ich hab, nachdem wir ja das aufgenommen haben, habe ich mir nochmal die Max Giermann-Videos auf YouTube angeschaut. Hat mich natürlich köstlich amüsiert. Und dann habe ich nochmal Best of Ausraster von Klaus Kinski live himself angeguckt. Und ich hatte erst gedacht, naja, also der Giermann übertreibt es so ein bisschen mit seiner ganzen Gestikulation und der Betonung der einzelnen Schimpfworte. Aber nein, im Gegenteil, es ist eine perfekte Abbildung gewesen, ne, was der Giermann irgendwie gebracht hat. Giermann ist, bei Kinski ist Giermann wirklich on point. Auch diese ganzen Bewegungen mit der Zunge, wenn er halt die Zunge so vorschiebt und sie zwischen Oberkiefer und Oberlippe einklemmt und so, sich so über die Zähne leckt, bevor er was sagt, wenn er nachdenklich ist. Und auch dieser irre Blick mit den weit geöffneten Augen und dann immer diese Betonung, dieses, hast du da gerade ein Fiss gespielt? Dieses wirklich immer dieses Betonte auf die erste Silbe, es ist so gut, also großartige Imitation. Ich habe mir deswegen, weil wir das Thema hatten, nochmal die Dokumentation von Werner Herzog angeguckt, mein liebster Feind. Ja, ja, ja. Wo er halt anderthalb Stunden lang über die Filmaufnahmen zusammen mit Klaus Kinski berichtet und er sagt, Kinski wollte immer laut sein und explodieren und sich aufregen und egal wie, er wollte die Charaktere immer laut spielen, er wollte Wahnsinn, wollte er immer laut spielen und er hatte allerdings so die Vision, dass es eher so leise Charaktere sind, bei denen man den Wahnsinn eher ansieht und was er sagt dann irgendwann in dem Film, was ich gemacht habe, ich habe dann gezielt den Klaus provoziert, weil ich wusste, dass es bestimmte Kleinigkeiten gibt, bei denen er explodieren wird. Und dann hat er sich 2 Stunden lang heiser geschrien und dann haben wir die Aufnahmen gestartet. Ich weiß, dass Klaus wusste, dass ich das mit Absicht mache, aber es hat funktioniert und er hat mir da auch vertraut. Und er wusste, wenn ich ihn brauche, weiß ich, wie ich ihn provozieren kann. Es ist so geil. War der Film denn gut? Ich habe also diese Dokumentation, die findet man komplett bei YouTube, die ist halt auch ewig alt schon. Ja. Die finde ich sehr interessant, wenn man sich mit der Personalie Kinski halt wirklich auseinandersetzen will. Wenn man sich so die Videos, die man von Klaus Kinski noch findet, so die Interviews, in denen er halt wirklich sehr unangenehm war, ansieht, dann denkt man halt auch einfach, boah, ist der Typ ein Arschloch. Und so egozentrisch und so schon so egoman. Wie kann man überhaupt nur mit dem zusammenarbeiten wollen? Weil ich jetzt auch gar nicht Kinski als so genialen Schauspieler wahrnehme, als den ihn Werner Herzog in der Dokumentation beschreibt. Das ist halt ein markantes Gesicht, das die Augen weit aufreißen kann. Aber, ja. Aber es ist schon lustig. Und ich falle öfters mal jetzt in die Rolle des Kinski sehr zum Leidwesen meines Umfeldes. So Arschloch. Was interessiert mich denn? Was interessiert mich denn die Leute?
Nee, ich habe auch dieses verstörende Interview von Thomas Gottschalk, der damals noch na sowas, ältere Hörer unter euch werden das sicherlich noch kennen, das war vor Wetten, dass eine Sendung, und da hat er ihn zu Gast und der wollte halt so Smalltalk-Fragen stellen, wie Thomas Gottschalk diese Fragen halt so stellt, also nur so halb provokant, immer schön smart rüberkommen. Und der Klaus Kinski, ich verstehe Ihre Frage nicht. Was soll das? Wieso? Ich habe gedacht, oh mein Gott. Was für ein Idiot muss man sein, um so eine Frage zu stellen? Sie nennen mich also ein Idiot. Nein, ich habe Sie nicht einen Idioten genannt. Ich habe gesagt, nur ein Idiot stellt so eine Frage. Kinski ist unglaublich. Ach ja. Der hat auch nie bei einer Drei-Fragezeichen-Folge mitgesprochen. Das habe ich ja nochmal recherchiert, ob ich da irgendwo mir was mal unter die Lappen gegangen ist. Es gibt aber tatsächlich bei YouTube einen sehr interessanten Auftritt von Kinski in einer Rudi Carrell-Show. Und zwar werden da zwei Leute aus dem Publikum auf die Bühne geholt. Das war ja, Rudi Carrell hat ja immer so Mitmachfernsehen mit dem Publikum gemacht. Ja. Und die müssen einen Sketch spielen, zusammen mit Klaus Kinski. Und der Ablauf ist irgendwie so, dass die beiden nicht wissen, worum es geht. Also sie wissen nur die Grundsituation, aber sie wissen nicht, was als nächstes passiert. Und der eine hat halt den Dialog und weist dann den anderen immer darauf hin, was er als nächstes machen soll, indem er sowas da, indem er ihn irgendwie auf den Schrank hinweist. In dem Schrank steht dann die nächste Seite vom Skript. Und Klaus Kinski spielt da den Vermieter, der da ist, um die fällige Miete einzuholen. Kinski redet in der ganzen Szene nicht viel, aber es ist trotzdem sehr, sehr bemerkenswert. Das sollte man sich mal ansehen. Ja. Warte, ich such's direkt raus für die Shownotes. Kinski das und ist, Carrell. Das ist sehr nett von dir. So. Ja, also er begleitet uns ja ähnlich jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit wie Fips Asmussen das zu seiner Zeit. Da muss ich noch einen kleinen Nachtrag übrigens eben anfügen, weil wir hatten uns ja bei der letzten Feedback-Folge beim Jahresrückblick darüber unterhalten, was die größte Enttäuschung oder das Schlimmste war, was ein Jahr, also im ersten Jahr spezialgelagert passiert ist. Und ich habe das ganz vergessen und du hast es auch nicht erwähnt, aber wir haben es leider nicht geschafft, Fips Asmussen live zu erleben. Wir hatten nämlich Konzertkarten besorgt, die hier in Bremen Showkarten besorgt für Fips Asmussen hier live und in Farbe in Bremen Nord. Ja. Und dieser Termin wurde einmal verschoben und dann endgültig abgesagt, sodass wir es leider nicht genießen konnten, weil sonst hätte unser Podcast natürlich sehr davon profitiert. Ja, wir hatten halt alles geplant, von vielleicht eine Grußbotschaft vor der Folge von Fips Asmussen an unsere Hörer hinzu, die besten Witze, die wir einfach dann erzählen können, aber es ist nicht dazu gekommen. Die Veranstaltung wurde erst um eine Woche verschoben, dann wurde sie ganz abgesagt, aber die restlichen Tourauftritte haben wohl stattgefunden, also wir haben einfach mit Bremen Pech gehabt. Ja. Und das Morbideste ist, was dabei passiert ist, dass wir erstmal geguckt haben oder alle unisono gesagt haben, die mitgekriegt haben, dass wir nicht zu Fips Asmussen gehen. Ist der gestorben? Naja, wenn halt ein älterer Comedian, der ist ja jetzt auch schon weit über 70, aus gesundheitlichen Gründen Termine verschiebt und dazu aber überhaupt keine Erklärung, kein Nachholtermin oder so erst angekündigt wird, da ist man halt schon erstmal skeptisch. Bei Fips Asmussen kommt ja auch noch hinzu, dass man einigen Leuten, denen man erzählt, irgendwie hier Fips Asmussen und so, wir gehen da hin, haben ein paar Leute tatsächlich zu mir gesagt, der lebt noch? Also das fand ich noch viel obskurer, dass die Leute bei Fips Asmussen direkt davon ausgehen, dass der tot ist. 79 ist er. Ja, wenn ein 79-Jähriger aus heiterem Himmel Auftritte absagt, da wird man eher skeptisch. Vielleicht machen wir ein Special zum 80. Geburtstag von Fips Asmussen. Ich gucke gerade mal, ob vielleicht hier in der Nähe jetzt 2018 nochmal ein Nachholtermin wäre. Gucken wir mal. Hamburg am 3. September. Das ist der nächste Auftritt im Schmitz-Tivoli, quasi seiner Heimspielstätte, könnte man ja sagen. Oh, das wäre nicht schlecht. Das ist ein Heimspiel von ihm, ne? Ja, im Schmitz-Tivoli. Aber erst im September. Ja, ich glaube auch Gästeliste Geisterbahn ist zu der Zeit irgendwie gerade da. Vielleicht machen wir ja beides. Ja, könnte man drüber nachdenken. Ich gucke gerade mal sonst so Magdeburg, Schleswig, Schwerin, Melle, das ist alles jetzt hier nicht so nah dran. Oh, sag mal nochmal Magdeburg, bitte. Magdeburg.
Ah, jetzt hast du schnell ausgesprochen. Darf man nicht Magdeburg sagen? Nee, das ist mit schnell, wird schnell gesprochen. Magdeburg. Liebe Grüße, Renate, ne, an TechFu. Ne, die also, hat mich sehr oft korrigiert, dass ich diesen Namen ja richtig ausspreche. Also wir Bremer neigen ja sowieso dazu, manche Dinge ein bisschen länger auszusprechen und andere dann wieder sehr kurz. Also ich werde ja auch immer für meine Aussprache des Wortes Film, Kirche, Küche und Milch kritisiert. Das wäre alles nicht richtig, weil das I-Laute wären und keine Ü-Laute, aber in Bremen sind das Üs. So wie der Kürbis zum Beispiel. So wie der Kürbis, ja. Ich merke da auch keinen Fehler. Nee, naja. Aber es ist auch ein interessantes Thema, so mit Dialekten und wie schnell die sich unterscheiden. Ich habe ja in Oldenburg studiert, das ist ja nun wirklich nicht weit von Bremen. Ja. Und bin dann auf echte Ostfriesen getroffen und habe mit denen zusammengesessen und habe gesagt, sag mal, hast du mal einen Mob? Und ich so, ja, der Feudel ist im Huck. Und ich so, der was ist im wo? Und ich so, der Feudel, der Mob ist im Huck. Was ist denn Huck? Und ich so, na, die Abstellkammer. Die nennst du Huck? Ich so, wie nennst du die denn? Ja, Abstellkammer. Und dann irgendwann sitzen wir später zusammen und dann sagt er zu mir, gib mir mal die Kumme. Und ich so, die was? Ja, die Kumme. Ich so, was ist eine Kumme? Die Schüssel da. Das sind halt diese Lokalwörter. Ja, Kumme, Huck und ja, Freude, ja. Kenne ich auch alles. Und hier heißt die Stadt nun mal Magdeburg. Liebe Grüße, Renat. Ja, warte mal, wir haben noch was auf dem Anrufbeantworter. Ich mache das mal ganz kurz an. Hallo, lieber Sebastian, lieber Olaf, Tom, meine lieben Freunde des spezialgelagerten Sonderpodcasts, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Viktor. Es fällt mir schwer, diesen Buchstaben auszusprechen. Sagen wir V. Eugene. Per Zufall bin ich vor einiger Zeit auf euren Podcast gestoßen. Und da freue ich mich immer wieder, euren, wie sagt man, Ergüssen zu den Fällen meiner anderen drei männlichen Freunde, den drei Fragezeichen. Auch wenn ich zu meinem Bedauern nur ein paar Mal Wege mit den dreien gekreuzt habe und sie meine Pläne durchkreuzt haben, so sind mir die drei ans Herz gewachsen. So wie auch ihr, Podcaster. Nur leider bin ich teilweise schlecht weggekommen bei euren Besprechungen. Bin ich kein Gentleman-Verbrecher mehr? Ich hatte in den Hörspielen niemals so einen französischen harten Akzent. C'est incroyable, alors. Vielen Dank für die Mühen und Herzblut in eurem Podcast. Merci, merci, merci. Ich verabschiede mich, wie die drei Pappnasen es auch immer tun. Lachen wie ein Frosch. Au revoir. Liebe Grüße von Pyramus alias Tobi, der Neuvertonung, also die ehemalige Neuvertonung. Liebe Grüße. Oh, Victor Eugene. Ja, ich weiß nicht, ob wir den nochmal wieder hören wollen. Also du magst Eugene ja nicht so gerne, ne? Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich mag Eugene als Figur total gerne. Ich finde nur, dass er ja irgendwie so falsch eingesetzt wird. So, es ist halt immer irgendwie Kunstdiebstahl und er hat irgendwie immer diesen Kampf mit den drei Fragezeichen und gerade zum Schluss, so hier in der Rückkehr des Meisterdiebs und so, da ist er ja ganz gezielt drauf aus, die drei Fragezeichen hinters Licht zu führen. Und ich finde halt einfach, dass dieser superkriminelle Schwerverbrecher, der weltweit gesucht wird, sich ausgerechnet mit drei Teenagern anlegt, immer so ein bisschen meh. Also wenn sie ihm wieder heimlich irgendwie auf die Schliche kommen, muss ja auch gar nicht unbedingt wieder in Rocky Beach oder in Kalifornien sein, sondern könnte ja auch mal wieder eine Weltreise anstehen, dann fände ich es total gut, wenn der nochmal auftaucht. Aber so brauche ich halt diese ganzen Kunstdiebstahlsfolgen nicht. Weißt du, was ich meine? Ich habe neulich eine Folge gehört, oh Gott, wie hieß die noch? Im Zeichen der Schlange. Oh ja. So, und die fängt so unglaublich stark an. Und am Ende geht es doch wieder nur um Kunstdiebstahl. Und ich verstehe halt nicht, wie die drei Fragezeichen sich überhaupt zu so einer Kunstdiebstahlsreihe entwickelt haben. Es kommt ja nur wirklich in vielen Folgen vor. Über die ganzen Jahre hinweg wird diese Thematik des Kunstdiebstahls immer wieder aufgemacht. Und dann kommt halt auch noch hinzu, dass Victor Eugene ein Kunstdieb ist. Vielleicht hatte ich ihn deswegen so ein bisschen über. Aber er war eigentlich, genau wie Skinny Norris, der bessere Bösewicht im Vergleich zu Dick Perry. Ja, außer Frage irgendwie. Also Dick Perry, der ist ja, das ist ja nicht mal ein Bösewicht. Das ist ja einfach nur ein Comic-Relief-Nerv.
Gegner. Ja, das ist so ein bisschen wie Eudora Kretschmer. So, das ist halt auch so ein Nervcharakter. Aber vielen Dank für diesen Anruf. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Und ich fand das sehr schön, dass auch die Neuvertonung uns hört. Also wirklich vielen lieben Dank. Die hatten ja schon mal Grüße bestellt und ich habe mich ja auch beim Todesflug schon mal der Neuvertonung bedient für meine Recherche. Das mache ich immer noch gerne. Das Projekt wurde ja eingestellt. Eigentlich könnten wir ja vielleicht nochmal fragen, wie das so war, weil die sind ja quasi in die Bresche gesprungen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Die Neuvertonung fing, glaube ich, an mit dem Rechtsstreit zwischen Kosmos und Europa. Und die haben dann, ich glaube, mit 121 angefangen, diese Folge einzusprechen. Aber nee, wahrscheinlich ist es jetzt wieder falsch. Aber die haben auch die nicht zu vertonenden, wenn es nach Kosmos damals gegangen wäre, Folgen haben die neu eingesprochen. Und dann hatten sie natürlich den Anspruch, dass sie nicht so viele Abweichungen zu den originalen Büchervorlagen haben, im Gegensatz zu den Europa-Hörspielen. Läuft das dann eigentlich, weil es gratis für Fans ist oder von Fans für Fans? Ist es dann eigentlich Fair Use oder unter welchem Label läuft das? Ich glaube, das war einfach, das wurde geduldet und das wurde irgendwann ja dann nicht mehr. Also die mussten ja, glaube ich, das Projekt einstellen. Ja. Weiß ich nicht, aber wäre eine interessante Frage. Vielleicht können wir das ja mit denen mal zusammen klären. Vielleicht können wir ja nochmal... Ja, vielleicht haben die ja mal Lust, bei uns in die Zentrale zu kommen und ein bisschen zu plauschen. Ja, wäre ein ganz interessantes Thema, glaube ich. Ne? Das war jetzt gerade die inoffizielle Einladung durch die Hintertür. Wenn ihr Bock habt, dürft ihr euch gerne melden. Also ich meine, wir hätten ja die Kontaktdaten, wir könnten uns auch melden, ne? Können wir auch machen, ja, mach mal. Du hast die Kontaktdaten, du machst unsere Öffentlichkeitsarbeit, mach mal. Ja, okay, mache ich gerne. Ja, Eugene, vielen Dank für den Anruf. Ja, sehr schön. Gut, dann, das war erstmal zum Jahresrückblick, wobei Jahresrückblick, da fällt mir noch etwas ein, und zwar hatten wir beim Jahresrückblick über... habe ich ganz kurz über Patreon ja gesprochen. Also wir hatten ja, ich hatte ja heimlich diesen Patreon-Button auf die Seite eingebunden, habe gesagt, naja, mal gucken, wenn jemand, der sich näher mit uns beschäftigt, diesen Button findet und meint, uns etwas Gutes tun zu wollen, dann soll er es bitte tun. Da hatten wir ja dann auch schon eine Spende bekommen, das hatte ich ja dann im Jahresrückblick erwähnt. Und ja, ich weiß nicht, dann passierte auf einmal etwas ganz, ganz Tolles irgendwie. Und wir haben nämlich innerhalb von einer Woche bekam ich regelmäßig Benachrichtigungen, dass wir weitere Spenden erhalten haben. Und ich möchte die jetzt gerne einmal ganz kurz eben erwähnen und unseren riesigen Dank aussprechen. Ich habe die E-Mails hier mal gesammelt. Tom, ich werde das einfach mal kurz durchgehen. Mach das. Würdige die Leute, die so nett waren, uns zu spenden. Seit dem letzten Jahresrückblick haben wir Spenden bekommen, und zwar von Michael Bruns. Dann, ich muss ja mal gerade gucken, einige haben es nicht immer dazu geschrieben, aber ich lese einmal ganz kurz vor. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Wie wäre es denn mit einem Master of Chess Special? Von leider kann ich da keinen Namen nennen, aber auch vielen Dank euch für eure Spende oder dir für deine Spende. Master of Chess? Ja, natürlich. Werden wir diese Folge auf jeden Fall besprechen, aber ich kann nicht genau sagen, wann wir das machen. Hast du da eine Idee, Tom? Tatsächlich kenne ich die Master of Chess gar nicht. Ich habe damals den Live-Auftritt nicht mitbekommen von Master of Chess und habe den auch seitdem nicht nachgeholt, den Mitschnitt, aber wenn ich die gehört habe, können wir das gerne jederzeit mal als Special machen. Ich habe das ja schon mal erwähnt, dass ich hier in der Glocke war, in einem Veranstaltungssaal in Bremen, der eine sehr, sehr tolle Akustik hat, und ich war ja da ein bisschen vorsichtig, dahin zu gehen, weil ich dachte, so jetzt gefühlt erwachsen kann ich da jetzt doch nicht hingehen zu so einem Kinderhörspiel. Sitzt du zwischen den ganzen 10-Jährigen. Ja, genau. Und dann auch kamst du hin, warst der Jüngste. Ja, oh mein Gott, ich bin zu Hause. Es ist mir auch auf der Record-Release-Party aufgefallen. Also da waren ja wirklich alle Altersgruppen vertreten. Die Leute, die seit 40, 20, 10, 5 oder erst 2 Jahren hören, da waren ja auch viele Kinder noch. Also irgendwie sind drei Fragezeichen auch so ein Thema, das verbindet. Ja, genau. Können wir gerne mal, also würde ich gerne besprechen, auch nicht ganz so auf die lange Bank schieben. Ich habe auch die DVD oder die Blu-ray davon zu Hause. Das können wir uns ja gerne mal zusammen gemeinsam anschauen, um auch so ein bisschen über das Feeling zu sprechen, dass man durch diesen visuellen Eindruck natürlich noch ein bisschen besser verstehen kann. Ja. So der Gag mit dem: Ich habe ein Haar genommen, um eine Schublade zu markieren.
Ist sehr lustig, wenn das Oliver Rohrbeck dann so sagt. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn Oliver Rohrbeck das sagt, das ist schon lustig. So, ich gucke mal eben gerade weiter. Hier meine Wertschätzung für die Freude, die ihr mir vermittelt. Lieben Gruß, Thomas. Wir grüßen zurück, Thomas. Vielen Dank auch von, gilt von uns an dich heraus. Ich schaue mal eben gerade dann. Einmal noch eine Spende, auch leider komplett anonym. Du, der uns 10 Stunden bei Auphonic gespendet hast, auch dir herzlichen Dank. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah, hier, Caro und oh, jetzt muss ich mal wieder mit dem Namen hier. Buine, also B-O-I-E. Wie spricht man diesen Namen aus? Sehr viele Vokale hintereinander. Doch, kannst du mir den einmal aufschreiben? Ja, also als Bremer würde ich es jetzt sehr langgezogen aussprechen und sagen Boje. Das ist auch ein sehr nautischer, aber weiß ich nicht. Boi, 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 Boi. Boje, ja. Ja, könnte sein wie Boje Buck, ne? So. Boi. 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 Ich habe ja tatsächlich für die Folge 17, die wir mit Christian besprochen haben, eine Seite gefunden in der Recherche, wo man Namen aussprechen kann, um zu hören, wie sie richtig ausgesprochen werden. Weil, yeah, weil wir die Diskussion mit Angus und Argyle hatten. Und das ist, da wurde nochmal bestätigt, dass es Angus und Argyle ist. Vielleicht kriegt er ja Boy auch mal nachsehen. Bui. Ja, soll den Dank auf jeden Fall nicht schmälern. Und dann habe ich noch einmal 10 Stunden, die wir gespendet bekommen haben. Auch leider kein Name mit dabei, aber alle, die jetzt wissen, wer gemeint sein könnte, sollen sich umarmt gefühlen virtuell und vielen Dank für eure Spenden. Dazu kann ich jetzt sagen, wir können dieses Jahr ganz locker jetzt alle Hörspielproduktionen mit Auphonic optimieren, sodass ihr einen besseren Hörgenuss auch in der Zukunft haben werdet. Aber dennoch, wenn ihr uns was spenden wollt, sind wir super dankbar dafür. Und wenn ihr dazu schreibt, also euren Namen dazu schreibt und vielleicht noch eine Grußbotschaft, dann können wir die auch für euch vorlesen. So ist ja nicht. Ja. Aber ja, 2018 haben wir ja schon. 2018 sind wir jetzt ganz gut aufgestellt, ne? Ja, würde ich auch sagen. Es sei denn, wir verhaspeln uns ganz viel bei der Produktion und ich muss die Produktion mehrmals durchlaufen lassen. Soll mir ja schon mal passiert sein. Hoffen wir es mal nicht. Aber wir verbessern uns ja auch dadurch. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Das wollte ich noch sagen, bevor wir das vergessen. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu den Kommentaren und Feedback zu den Folgen 16. Das ist also das gefährliche Quiz. Und Folge 17, unser Special mit Christian R. Rodenwald zum Phantomsee. Können wir nochmal sprechen. Wollen wir chronologisch anfangen? Lass uns chronologisch anfangen. Also chronologisch im Sinne unserer Reihenfolge und nicht die der drei Fragezeichen. Natürlich, unsere Chronologie ist die, die zählt. Die einzige, ja, die auch in der Tertiärliteratur dann erwähnt werden wird, ne? Mhm, richtig. Ich kann einmal, was ich hier habe, sagen, es gab wieder Vorschläge zur Verbesserung unseres Klischee-Koeffizienten. Das Piratenthema, das wurde in Folge 16 ja angemerkt, dass wir das mit aufnehmen sollten, was viel häufiger vorkommt als Justus Avanti. Das stimmt. Kann ich nur bestätigen übrigens. Ich habe ja immer darauf geachtet, ob Justus irgendwann mal Avanti sagt. Mir ist es aber noch nicht aufgefallen. Es ist in den neueren Folgen. Also ich weiß, dass Justus das sagt. Ich habe es auch schon öfters gehört, aber wie das halt mit so vielen Dingen ist, die neueren Folgen verschwimmen halt immer zu so einem Brei in meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge, aber ich weiß, dass Justus das ein paar Mal gesagt hat, dieses Avanti. Meistens, wenn er Peter irgendwie vorschickt. Das könnte sein, ja. Vielleicht explodiert das Auto gleich und er muss nochmal irgendwas aus dem Kofferraum herausholen. Mhm. Welche Folge kann das wohl sein? Vielleicht eine, die wir schon aufgenommen haben, weil sie die letzte Abstimmung gewonnen hat. Ich weiß ja das, nicht. Das könnte sein, ne? Ja, könnte sein. Ich muss nicht, aber vielleicht. Muss nicht, ne? Aber genau, ja. Das ist auf jeden Fall der Gewinner des Votings vom Jahresrückblick. Richtig. Also dann nochmal reinhören. Ja, die Stimme von Jack Sparrow ist Markus Off gewesen. Das wurde nochmal, unsere Wissenslücke wurde da sehr schnell geschlossen. Ja, das stimmt, Markus Off. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, was er noch so gesprochen hat. Außer, achso, ja, bei der Lindenstraße hat er mitgespielt, ne? Ja, ja, stimmt, da hat er auf jeden Fall mitgespielt. Aber hast du mal Lindenstraße geguckt? Ja, aber da war ich ein bisschen jünger, also jetzt gucke ich das nicht mehr. Meine Mutti guckt das noch. Ich habe zu Lindenstraße so eine super Anekdote, allerdings nicht von mir, sondern von meinem Bruder.
Mein Bruder lag mal im Krankenhaus und hatte irgendwie ambulant die Weisheitszähne rausgenommen worden oder nicht ambulant, lag jedenfalls damit dann im Krankenhaus. Und bei ihm auf dem Zimmer lag ein Skinhead. Von Kopf bis Fuß tätowiert, halt auch doch so auf den Handknöcheln klassisch Hass und irgendwelche Spinnennetze, was ja auch ein Erkennungszeichen so für die rechte Skinszene wohl ist, wurde mir mal erzählt. Und der lag da halt so, mein Bruder hatte halt so ein bisschen nicht so Bock, sich mit dem zu unterhalten. So, und ja, weil war halt auch so mit Glatze und allem eher so ein furchterregender Charakter. Und irgendwann hat man dann aber so getauscht, so Graubrot gegen Joghurt gedealt, weil sie halt beide nicht richtig essen konnten. Der eine mag aber kein Joghurt, der andere hat dann lieber das Graubrot gehabt und so. Und mein Bruder hatte aber den Fernseher. Und irgendwann meinte der so, du, könnten wir Sonntag zusammen fernsehen? Was willst du denn wem? Nicht lachen. Lindenstraße. Mein Bruder halt mit so total angeschwollenem Gesicht muss sich das Lachen verkneifen, dass dieser gewachsene Skinhead Lindenstraße gucken will. Das ist dein Ernst? Ja, ich gucke das sonst immer mit Oma. Und ich kann ja sonst nicht mitreden, wenn wir morgen telefonieren. Mein Bruder also mit dem Skin, der halt auch mittlerweile Aussteiger aus der Szene war, zusammen auf dem Bett gesessen und hat mit dem zusammen in die Straße geguckt. Beide so ein Ohrstöpsel im Ohr. Und jetzt sind sie beste Freunde und treffen sich jeden Sonntag zum Lindenstraße gucken. Oder? Das wäre natürlich richtig schön. Ich glaube, die haben nie wieder Kontakt gehabt, nachdem sie dann aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Aber ich finde es halt einfach cool, wer so alles Lindenstraße guckt. Geil. So, du warst jetzt, genau, dann lass mich mal eben gucken. Folge 16 sind wir, was die Kommentare angeht. Ja. Da schreibt jemand, wird jetzt, da schreibt Christian, wird Klaus Kinski jetzt der nächste Fips Asmussen? Erstmal, der Mann heißt Fips und nicht Fitz und vielleicht erzähle ich auch zukünftig mit der Stimme von Klaus Kinski Fips Asmussen Witze. Oh, das möchte ich gerne hören, Tom. Hau einen raus. Guten Tag, ich soll Ihr Klavier abholen. Aber Sie haben nur einen Arm. Haben Sie etwa zwei Klaviere? Das funktioniert sogar. Ja, das funktioniert. Das war jetzt eher so eine spontane Idee, aber das funktioniert voll gut. Das neue Hörbuch irgendwie. Klaus Kinski liest Fips Asmussen. In einer Interpretation von Tom Süß. Oh, das muss ich machen. Das muss ich machen. Wollen wir ein Voting auf die Seite einrichten, dass wir daraus ein Hörbuch machen? Nein, nein, bitte, das versäumt ja nicht. Ich habe Angst. Also, ich kann ja jetzt zukünftig immer einen Witz als Klaus Kinski vorbereiten. Der Kinski der Woche. Ah, genau. Warte, dann gab es noch irgendwie, wir möchten ein Bier trinken auf der Hörmich. Also ein Christian hat es geschrieben. Christian hat geschrieben, einmal zum Quiz. Da sind wir ja immer noch am Optimieren, wie das Quiz so am besten und am spannendsten herauskommt. Da ist ja so die Meinung so ein bisschen zwiegespalten. Ich mag das ja, ich mag Quizzes sehr gerne. Und ich sag mal, solange der Großteil unserer Community hat das schweigend abgenickt und damit ist der Großteil damit vollkommen d'accord. Ja. Für die Leute, denen das Quiz nicht gefällt, es ist ja immer am Ende, nach dem Fazit, eigentlich das letzte Segment. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann hört's halt nicht. Also soll jetzt nicht patzig klingen, aber wenn es nicht interessiert, dann muss es sich ja nicht anhören. Und der Großteil hört's. Wir wissen ja durch die iTunes-Statistiken, dass die Folgen, bei iTunes kann man das ganz gut nachvollziehen, dass die Folgen wirklich komplett gehört werden, von vorne bis hinten, manchmal sogar mehrfach von vorne bis hinten. Also ich sag jetzt mal, ich glaube, im Allgemeinen kommt das Quiz gut an. Ja, also bei mir auf jeden Fall. Von daher möchte ich das schon gerne weitermachen. Aber welcher Kommentar war das jetzt gerade mit dem Bier auf der Hörmich? Weil Bier, ich sehe euch auf einem Bier auf der Hörmich 2018. Okay, den muss ich irgendwie überlesen haben, weil ich habe hier noch einen zu Folge 16. Da schreibt nämlich Pyramus, gab es eigentlich schon ausreichend Lob und Anerkennung für die Podcast-Folgen-Cover? Nein, gab es nicht. Von daher bitte ganz viel Lob und ganz viel auf die Schulter klopfen für diese tollen Podcast-Cover. Die macht nämlich Olaf.
Und ich bin auch jedes Mal wieder begeistert, was da so bei rumkommt. Also jetzt Phantomsee fand ich großartig und Disco hier, der Mann ohne Kopf, die Disco-Oma, das war Bombe. Also ich bin auch jedes Mal total begeistert, was Olaf da bastelt. Also lobt ihn ruhig dafür, der kann das gebrauchen. Keiner lobt mich. Oh, da habt ihr auf Twitter gab es eine Frage. Oh, ich habe neuerdings OF als Kürzel in dem Covern gesehen. Ist das eine Anspielung oder eine Ehrdarbietung für Algarasch? Ja, ist es. Und seit der ersten Folge, seit dem ersten Cover, gibt es überall ein OF versteckt. Dementsprechend möchte ich das natürlich branden als mein Kunstwerk, was ich da geschaffen habe. Nein, es soll eigentlich nur eine Reminiszenz gegenüber Algarasch sein. Von dir ist das anfangs so ein bisschen so ein Scherz gewesen, das da einzubauen, aber ich finde das tatsächlich auch sehr passend. Mir ist es auch, glaube ich, erst bei der zweiten oder dritten Grafik oder so aufgefallen. Ja, es ist ab und zu ein bisschen schwierig, die da irgendwie so einzubauen, dass man sie, also dass sie nicht zu präsent sind, aber dass sie irgendwie dann schon zu finden sind. Beim Phantomsee ging es jetzt relativ einfach oder ist es relativ leicht zu entdecken. Ja, weil es halt blau, weil es halt schwarz auf blauem Grund ist, ne? So, dann das nächste. Genau, hier schreibt nämlich noch Daniel und das ist jetzt ein Kommentar, der vor kurzem zu unserer allerersten Folge, der Folge 0 kam. Dass er uns entdeckt hat und beim Nachhören ist und dass er die Revell-Hörspiele auch hatte. Und er sagt, die kamen, also vielleicht erinnert sich noch jemand, wir hatten mal über diese Hörspiele geredet, die von Revell kamen, wo es um einen roten Ferrari geht, der während einer Rallye noch einen Kriminalfall löst. Die Jagd auf das schwarze Phantom heißt die Folge, glaube ich. Und er sagt, die kamen wohl in einer Box zusammen mit einem passenden Modellauto und der Rennfahrer wird in seiner Erinnerung gelesen von gesprochen von Andreas von der Meden. Das stimmt auch. Und davon gab es 3 Stück und ich besitze alle 3 als Kassette. Und er fragt nämlich nach einem Backup. Kannst dich ja mal melden. Kriegen wir irgendwie hin. Also übrigens ein Zweisitzer, in dem 3 Leute sind. Ne? Das ganze Hörspiel über. Es ist ein roter Ferrari und da sitzen 2 Kinder, die müssen sich den Beifahrersitz während der Rallye teilen. Aber was soll's. Ja, aber das ist ja nicht so unüblich, ne? Auch gerade bei amerikanischen Autos ist das ja immer so recht üblich, ne? So, Professor Carswell merkt an, zur Piraterie an der Westküste der Vereinigten Staaten, dass Hippolyte Bouchard als California's only pirate bezeichnet wird. Neben dem roten Piraten und so weiter und so weiter. Und Jack the Riddler und den ganzen anderen. Ja, also so, ja, genau. Mir ist auch nicht so viel Piraterie an der Westküste bekannt, weil die meisten Piratengeschichten sind nun mal Ostküste und Karibik. Ja. Aber was soll's. Ja. Rubbish George merkt an, als wir über die 191 gesprochen haben, Verbrechen im Nichts, dass er sie eher schlecht findet. Und noch schlechter als die Kammer der Rätsel. Eigentlich mag ich ja so eine, also wir hören uns die Folgen ja auch dann schon ausführlich an. Ich kann mich anschließen, dass ich Kammer der Rätsel nicht so geglückt finde. Und ja, es ist durchaus ein Anwärter für Todesflug 2.0. Aber Verbrechen im Nichts, ja, es ist jetzt keine herausragende Geschichte, aber ich finde, es erzeugt eine Atmosphäre und einen neuen Aspekt bei den 3 Fragezeichen, den ich lange nicht gehört habe. Ich würde sie jetzt nicht als herausragende Folge oder so bezeichnen, über den Klee hinweg loben, aber eigentlich, was habe ich heute Morgen irgendwie auf Facebook gelesen als Feedback dazu, das ist eine sehr ruhige Folge, man kommt relativ schnell darauf, was dort so sich abspielt und man kann da sehr gut zu einschlafen. Von daher finde ich das eine sehr sympathische Folge. Ja, ich habe auch mehrere Leute auf der Record-Release-Party gesehen, denen die Augen zugefallen sind. Aber habe ich geschnarcht? Nee, ne? Ein bisschen. Aber bei dir war das vollkommen okay, weil du warst ja einer von Stedtloff und Waldorf. Wir haben noch nicht geklärt jetzt, wer genau. Mir ist es egal. Ich habe übrigens passende Socken dazu. Waldorf und Stedtler-Socken. ich fand die 191 auch gut. Ohne jetzt viel auf die Handlung einzugehen, nicht so schlimm. Die Kammer der Rätsel habe ich immer noch nicht ganz gehört, weil ich habe sie irgendwann mal angefangen und dann bin ich unterbrochen worden und dann habe ich gehört, dass die zweite Hälfte wohl so richtig schlimm werden soll. Und seitdem habe ich die dann irgendwie nicht mehr angefasst. Mache ich vielleicht nochmal. Ja, das ist so ähnlich wie spoilerfrei, irgendwie Filme anzugucken, ne? Ja. So, dann weiter geht's. Hier wird Dr. Knobel gelobt von Steffi für seine wirklich guten Fragen.
ja, Lob an Dr. Knobel lesen wir nicht vor. Hier wird Dr. Knobel kritisiert, das finde ich viel wichtiger. Christine hat nämlich angemerkt, dass die Bevölkerungszahl auf Java vollkommen veraltet ist, die 130 Millionen, dass der aktuelle Stand eher 145 Millionen entspricht und dass ich eigentlich einen Punkt kriegen müsste. Geschenkt, Tom, geschenkt. Und Dr. Knobel redet sich raus von wegen Tatsachenentscheidung. So ein Blödsinn. Also mit dem muss ich echt noch mal ein ernstes Wörtchen reden. Ich weiß überhaupt nicht, warum wir den noch in die Zentrale lassen. Ne, der findet ja immer irgendwie noch einen Schlupf. Das ist eben das Problem, wenn man so viele Geheimgänge hat. Ich gehe gerade noch mal so ein bisschen durch die Kommentare. Da waren noch so ein paar. Also dieses Mal waren wirklich sehr viele Kommentare, wo ich gerne noch was zu sagen würde. Ich freue mich natürlich über jeden Kommentar, aber manche Kommentare sind dann noch mal wieder kommentierenswert. Achso, hier schreibt jemand noch, hier schreibt Sniffer noch, dass Rory McNabb wahrscheinlich Flora Gunn mit vollem Namen anspricht, weil er aus einem Clan kommt, der nicht so bedeutend ist wie der Gunn-Clan. Bin mir nicht sicher, wie wichtig das William Arden wirklich war, diese schottischen Hierarchien abzubilden. Aber ich kenne mich da selbst leider auch überhaupt nicht mit aus. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Anmerkung, dass der McNabb-Clan wohl ein kleiner Clan ist, der dem Gunn-Clan irgendwann mal die Treue geschworen hat und deswegen es auch seine Pflicht war, sofort in die USA zu reisen und sich um Flora Gunn zu kümmern, nachdem ihr Mann gestorben ist. Mhm. Fand ich interessant. Und dann habe ich noch einen Kommentar. Timor, nochmal liebe Grüße an der Stelle, der meine Anspielung auf dem Du kannst mich auch ruhig Susan nennen verstanden hat. Ich habe den nicht verstanden. Ich habe das dann nochmal gelesen und dann ist mir ein Licht aufgegangen, irgendwie, wo ich dann denke, ja. Da hast du mich ja Thomas genannt und dann gesagt, nee, du bestehst auf Tom. Und dann habe ich ja gesagt, du kannst auch Susan zu mir sagen. Und ich habe natürlich auf Snatch anspielen wollen in dem Moment und habe auch fest damit gerechnet, dass ihr beide den Film kennt oder die Anspielung versteht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich warte mal, bis irgendjemand von unseren Hörern die Anspielung versteht. Und Timo hat es getan und hat es auch in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank dafür. Hast du ja auch schon honoriert, ja, oder? Ja, finde ich super toll. Snatch ist ein toller Film. Wenn ich einen Podcast hätte, in dem ich über Filme rede, wäre Snatch garantiert eine Folge. Ja, das ist ja ganz oft so. Wieder so ein kleiner Interner, wenn wir bereiten uns ja unabhängig voneinander vor und die ganzen Pointen kommen ja hoffentlich einigermaßen spontan bei uns. Das ist das Hörerempfinden, glaube ich. Und einige Sachen verstehen wir halt nicht von uns. Ne? Zum Beispiel Snatch. Ich habe Snatch noch nicht geguckt. Muss ich noch nachholen. Ich weiß. Ich weiß, glaube ich, also an Trivia weiß ich, glaube ich, fast alles zu diesem Film, aber das Zitat kannte ich halt beim besten Willen nicht. Snatch hat sehr, sehr viele zitierenswerte Sätze und Szenen und so skurrile, markante Charaktere. Also für mich einfach, glaube ich, der beste Guy Ritchie-Film und fast schon eher so Tarantino-esque auf eine Weise, wie es Pulp Fiction war. Also so eine Weise, die Tarantino seit Pulp Fiction nicht mehr geschafft oder nicht mehr gemacht hat. Sollte man mal ein Double-Feature machen. Erst Pulp Fiction gucken und dann Snatch. Ja, das werde ich mal heute Abend wahrscheinlich nicht, aber das könnte ich mir mal auf die Warteschleife werden. Ja, ich habe nichts mehr an Feedback zu den beiden Folgen. Da kam jetzt ja noch die Frage von Carla Fenton, wann wir denn das im Adventskalender angekündigte P&P veröffentlicht. Du hast recht. Ja, ganz frisch noch dieser Kommentar. Ne? Ja, der ist jetzt gerade mal zum Zeitpunkt der Aufnahme einen Tag alt. Jetzt können wir aufrechnen, wann wir das aufgenommen haben. Ja, und die Frage nach dem P&P ist berechtigt, weil wir jetzt ja auch schon Februar haben. Uns war aber klar, als wir die Charaktererschöpfung im Dezember gemacht haben, dass wir vor März garantiert nicht dazu kommen. Der Plan war, dass Sebastian nach Norden kommt und dass wir es wirklich vielleicht mit einem Mikrofon in der Tischmitte zusammen am Tisch aufzeichnen und spielen. Wir haben das aber noch nicht konkreter ins Auge gefasst, weil das natürlich auch ein bisschen von Ines abhängt, die ja das Abenteuer vorbereiten muss und dann die übliche Terminfindung, wenn vier Erwachsene versuchen, einen Termin zu finden. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ja. Genau, also wir haben, solche Projekte sind halt langfristig. Also wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die wir uns vorgenommen haben. Eigentlich haben wir das alles nicht vergessen. Wir müssen halt immer nur den Redaktionsplan so weit schieben, dass es uns überhaupt in den Zeitplan reinpasst. Ne? Jetzt müssen wir wieder ein bisschen auf die Tränendüse drucken. Ja, wenn wir davon leben könnten, hier diesen Podcast aufzunehmen. Und von Auphonic-Guthaben können wir uns auch nichts kaufen. Das soll jetzt Ironie sein, liebe Hörer. Ne? Also. Ja. Ihr braucht uns nicht Geld spenden. Das ist noch nicht. Mit dem Patreon warten wir noch. Ja, genau.
Das wäre zum Einjährigen noch eine ganz gute Idee. Ja, okay. Ja, dann habe ich zu dem Feedback, zu den Kommentaren nichts mehr anzumerken. Ja, leider gab es keine Twitter-Fragen. Sprecht uns gerne wieder auf den Anrufbeantworter. Telefonnummer ist die, na Tom, weißt du sie aus dem Kopf? 0421 175 43430. Sehr gut. Ne, also wenn ihr uns da drauf sprecht, dann senden wir das gerne. Ihr könnt natürlich drauf sprechen, dass ihr diese Voice-Nachricht nicht gesendet haben wollt. Aber wir können dann trotzdem drauf eingehen. Aber es wäre natürlich schön, wenn ihr uns eine Botschaft hinterlasst, dass wir die dann auch auf unseren Anrufbeantworter packen können. Ihr könnt uns da gerne auch Witze drauf sprechen, die ich dann als Klaus Kinski vortrage. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee, sehr gute Idee. Das finde ich wirklich eine sehr gute Idee. Es dürfen dann aber keine seitenlangen Witze sein. Nee, aber irgendwie so Markus Krebs, Fips Asmus, ein Kurzkracher. Also das wird dann eine Interpretation von Tom als Klaus Kinski geben. Sehr gut. Sprecht uns das drauf oder schreibt uns über Twitter oder über Facebook mit dem Hashtag SSP-Frage, Fragen, die wir gerne im Podcast vorlesen werden und auch hoffentlich beantworten können. Also ich will jetzt nicht sagen, wir beantworten alle Fragen, die ihr habt. Das wäre ein Formatklau von anderen Podcasts. Aber gerne Fragen zu den drei Fragezeichen oder zu uns beantworten wir natürlich gerne. Was ist gelb und riecht nach Banane? Affenkotze. Ja, Volkskonzept. Warum macht der Giermann das nicht? Der könnte Hallen damit füllen. Oh, das könnten wir auch super denn für unsere Live-Show verwenden, oder? Ja, dann brauche ich aber noch eine blonde Perücke. Den Irrenblick hast du. Richtig, den kann ich. Ach, das ist ein anderes Thema. Gut, ich würde sagen, wir sind eigentlich durch für heute. Bis auf eine kleine, aber sehr wichtige Frage. Was wird denn unsere neue Folge werden nach der giftige Gockel, Folge 18? Also das Folgenvoting für Folge 19 würde ich jetzt mal ausrufen. Mach mal, ruf mal aus. Hallo, hallo Tom, was möchtest du vorschlagen als neue Folge für den Podcast Nummer 19? Ich schlage vor Folge 163, der verschollene Pilot. Ach du Schande, das ist in den Bergen das, ne? Das ist das mit dem einsamen Hotel im Nebel. Ja, okay, ich möchte es nicht weiter kommentieren. Okay, denn ich muss mal gerade kurz gucken. Ich kriege hier gerade einen Fax, habe ich gerade bekommen, von Sebastian. Der hat sogar in krächziger Stimme geschrieben. Ich wünsche mir die Comic-Diebe, Folge 49. Die Comic-Diebe, okay. Ein Klassiker, ne? Totaler Klassiker, ja. Nein, ist es nicht. Doch, ist wohl. Alles unter der 50 gewinnt diese Abstimmung hundertprozentig sofort. Ja, ich würde aber ins Rennen bringen, und zwar die Folge, die auch Sina mal vorgeschlagen hat, dass wir die uns mal anhören sollten, nämlich Das Haus des Schreckens, Folge 131, was auch schon von Steven Spielberg und so weiter verarbeitet worden ist. Aber das erzähle ich dann beim nächsten Mal, wenn die Folge gewonnen hat. Gut, also ich fasse nochmal zusammen. Unsere Vorschläge sind einmal die 49, die Comic-Diebe von Sebastian, die 131, Haus des Schreckens von mir und von Tom die 163 mit dem Namen Der verschollene Pilot. Der verschollene, nicht der verschwundene Pilot, nicht der unsichtbare Pilot, der verschollene, ne? Richtig, das heißt, in Folge 18 des spezialgelagerten Sonderpodcasts wird es dann um den giftigen Gockel gehen und in Folge 19 um die Comicdiebe. Richtig. Schön hätte ich es nicht sagen können. Noch debiles Lachen am Ende mit einem Klaus Kinski-Witz. Also, das musst du vorher ankündigen, die weiß ich doch nicht spontan. Ja, Tom, bereite mal kurz einen Klaus Kinski-Witz vor. Ich schneide das dann zurecht. Was ist schwarz-weiß? Und kommt nicht von der Stelle. Ein Schachbrett. Ein Klebra. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ihr habt Fragen und Anmerkungen zu unserem Podcast? Sprecht uns am besten auf den Anrufbeantworter. Telefonnummer 0421 175 43 43 0. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keinerlei Verbindung zu Kosmos oder Europa. Jegliche Rechte bleiben gewahrt. Wir möchten uns bei der Band TechFu bedanken, dass wir ihren Song Nicht kleinlich als unser Intro verwenden dürfen. Ihr findet TechFu unter www.techfu.de oder bei Soundcloud. Außerdem danken wir unserer Station Voice Heinz Kreienbaum. Den spezialgelagerten Sonderpodcast findet ihr unter spezialgelagert.de oder bei Facebook, Twitter und Instagram jeweils unter spezialgelagert.